Es gibt viele verschiedene Fahrräder da draußen. Dünne, klobige, schnelle, gefederte, klappbare und sogar welche zum Liegen. Ja, bei all diesen unterschiedlichen Modellen kann man schnell mal den Überblick verlieren. Höchste Zeit also, dass wir euch heute mal erklären, was es denn für Fahrräder eigentlich gibt und worin die Unterschiede liegen. Das Fahrrad. Was ist das Fahrrad eigentlich? Das Fahrrad besteht aus zwei Rädern, die in einem Rahmen hintereinander angeordnet sind. Es wird von Pedalen angetrieben und vom Lenker gelenkt. So weit, so gut. Trotzdem wollen wir jetzt mal so einen kleinen geschichtlichen Abriss zum Fahrrad starten. Und dazu reisen wir zurück in das Jahr 1817 zu einem Baron. Zum guten Karl von Dreis. Der hat nämlich mit der Vorstellung seiner Draisine ja die erste Vorversion des Fahrrads geliefert. Man muss sagen, mit einem heutigen Fahrrad hat das Ganze nicht so viel zu tun. Es sieht eher aus wie ein Laufrad für Erwachsene, wenn man das so ausdrücken möchte. Trotzdem hat das quasi den Startpunkt gegeben und in den 1860er Jahren haben dann verschiedene französische Erfinder das Fahrrad weiterentwickelt und haben den Antrieb, also die Pedale, ans Vorderrad gebaut. Man muss auch hier wieder sagen, das Ganze war noch nicht so richtig stabil. Es gab vermutlich viele Stürze in der Zeit des 18. Jahrhunderts. Jahrhundert mit den meisten Fahrradstürzen. Und deswegen musste das ganze Konzept noch weiterentwickelt werden von zwei Erfindern, Eugene Meyer und James Sturdy. Die haben nämlich einen großen Fortschritt in Sachen Stabilität geliefert, indem sie das sogenannte Hochrad erfunden haben. Also dieses überdimensionierte Vorderrad, was man auch von so geschichtlichen Fotos eigentlich als die erste Version des Fahrrads kennt. Ja, und das Hochrad war dann auch das Gefährt, was Fahrradfahren richtig populär gemacht hat und somit in den Mainstream gebracht hat. Heute würde man sagen, es war richtig Vogue, Fahrrad zu fahren. Aber es war wegen dieser hohen Position vom Sattel immer noch irrsinnig gefährlich, damit zu fahren. Und es gab weitere Stürze. Und es brauchte noch ein paar Jahre später, und zwar das Jahr 1885, als der Engländer John Kemp Starley, übrigens der Neffe von James Starley, das erste Design eines Sicherheitsfahrrads vorgestellt hat. Das war ein Fahrrad mit zwei gleich großen Rädern, vorne hinten, angetrieben durch einen Kettenantrieb, das über das Hinterrad verbunden war. Und das war sozusagen das allererste Design von so einem modernen Fahrrad. Entwicklungen in Reifen und Bremsen sorgten dann dafür, dass wir eine grundlegende Vorlage für das moderne Fahrrad bekommen haben, was wir heute kennen. Boah, Junge, das war jetzt ein ganz schön langer historischer Abriss von uns beiden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit unserem Lieblingsmodell, dem Rennrad. Und ich denke, alles andere wäre auch komplett falsch hier auf dem Kanal. Das Rennrad ist ein Fahrradtyp mit tiefem Lenker, der gebogen ist, kombiniert mit 28 Zoll großen Laufrädern mit Slickreifen, die extra für hohe Geschwindigkeiten gemacht sind, vor allem auf glatten Oberflächen. Dabei sind die Rahmen aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, Stahl, Aluminium, Carbon, Magnesium, Titan und sogar Holz. Ja, mittlerweile verfügen Rennräder über eine ganz breite Palette von Gängen, mit denen man nicht nur steile Anstiege bewältigen kann, sondern auch in der Abfahrt mal so richtig den Gang stehen lassen kann. Dabei werden die Gänge über ein kombiniertes Brems- und Schaltsystem mittlerweile komplett am Lenker geschaltet. Früher muss man sagen, da waren die Gänge noch am Rahmen befestigt mit einer sogenannten Rahmenschaltung. In der heutigen Zeit sind Rennräder sowohl leicht als auch aerodynamisch, haben in der Regel zwei Kettenblätter vorne und hinten am Hinterrad, da gibt es mittlerweile eine Gangwahl von 8 bis 12 Gängen. Wir bleiben bei der Geschwindigkeit und machen weiter mit dem fast schon schnellsten Fahrrad in unserer Liste, dem Zeitfahrrad. Das Zeitfahrrad verwendet eigentlich die genau gleichen Komponenten wie so ein Rennrad. Ein paar kleine Unterschiede gibt es. Die größeren Unterschiede, die liegen aber im extremeren Rahmendesign und natürlich in dem eklatantesten Merkmal, dem Zeitverlenker. Durch diesen Zeitverlenker werden die Arme der Fahrerin oder des Fahrers vor dem Körper positioniert, dann kommt der Kopf runter und die Bühne ist frei für hohe Geschwindigkeiten. Die meisten Zeitfahrräder haben hinten ein sogenanntes Scheibenrad, ein vollverkleidetes Hinterrad verbaut und vorne meistens auch ein extrem hohes Vorderrad oder sogar einen Treespoke. Das sorgt für mehr Aerodynamik beim Fahren und für hohe Geschwindigkeiten. So schön wie das ist, hohe Geschwindigkeiten zu fahren, diese Position, die ist nicht besonders bequem zum Radfahren. Außerdem ist diese Konstruktion vom Rahmen nicht besonders agil und Kurvenfahrten, die sind nicht so angenehm. Ein Fahrrad, das für hohe Geschwindigkeiten im Gelände ausgelegt ist, ist das sogenannte Crossrad. Das entwickelte sich eigentlich aus dem ganz normalen Rennrad, da viele Rennfahrer in den Wintermonaten gerne mal ins Gelände zum Trainieren gegangen sind. Sie waren es aber leid, mit ihren normalen Rennrädern und schmalen Reifen im Gelände rumzufahren. Deswegen brauchten sie was anderes mit paar Noppen oder mit Profil. In den 1960er Jahren wurde das allererste Crossrad herausgebracht.
Ja, wer regelmäßig Cyclocross-Rennen mit zum Beispiel Mathieu van der Poel oder Wout van Aert schaut, der weiß, so ein Cyclocross-Rad, das sieht dem klassischen Rennrad eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es gibt allerdings auch hier wieder ein paar kleine Unterschiede und die fangen vor allem bei den Reifen an und auch deswegen bei der Rahmenform. Die lässt nämlich eben Platz für diese breiteren Reifen, die man im Gelände braucht. Außerdem sind die Rahmenformen so angelegt, dass man damit eben sehr agil und wendig in den vielen Kurven bei so einem Cyclocross-Rennen ist. Des Weiteren ist auch die Übersetzung angepasst, denn bei einem Crossrennen oder generell im Gelände ist man einfach nicht so schnell wie auf einem Rennrad auf der Straße. Deswegen werden eben andere Gänge gefahren. Und zu guter Letzt ist das Fahrrad einfach auch ein bisschen robuster. Ja, in den letzten Jahren haben sich natürlich, wie im Rennradbereich auch, die Scheibenbremse und auch das Einfachkettenblatt, das allerdings nur im Cyclocross-Bereich, zum Standard weiterentwickelt. Kommen wir als nächstes zu einem Rad, Tobi, das sehr, sehr viele Freunde hat, allerdings auch ein paar Feinde und Kritiker, dem Gravelrad. Viele behaupten, es sei eigentlich nur ja, ein Mountainbike aus den 90er Jahren und eine Erfindung der Industrie. Wir sehen das Ganze allerdings ein bisschen anders und würden eher sagen, es handelt sich um ein Hybridwesen aus einem Mountainbike Hardtail und einem Cyclocross-Rad. So kann man es doch auch ausdrücken, oder? Wir sind hier beim ersten Rad in der Liste, was theoretisch eine Federung als Option hätte. Ja, und ansonsten sind Gravelräder einfach dazu da, um damit im Gelände Abenteuer zu erleben. Typischerweise sind Gravelräder mit Reifen von bis zu 50 mm Breite ausgelegt. Außerdem kommen sie in unterschiedlichen Laufradgrößen, einmal die 700C, die man vom Rennrad kennt, aber es gibt mittlerweile auch die 650B Laufräder, die man immer häufiger am Gravelrad sieht. Außerdem die Übersetzung ist auch nicht für hohe Geschwindigkeiten, sondern ähnelt eher dem Crossrad mit einem Einfachkettenblatt. Außerdem ist es für ultraschnelle Fahrten für eine Mischung aus Asphalt oder halt Gelände ausgelegt. Und damit kann man halt einfach überall langfahren, sogar an Orte, wo du vorher gar nicht dran gedacht hättest, dass du da mit dem Fahrrad hinfahren kannst. Außerdem sind viele von ihnen so konzipiert, dass du gleich deine komplette Campingausrüstung mitnehmen kannst. Mögen wir Gravel? Ja. Das Bahnrad hat eine Plattform, das wieder dem Rennrad sehr ähnelt, aber es gibt ganz gravierende Unterschiede. Und zwar, wir haben keine Bremsen. Wir haben nur einen Gang und mit diesem Gang kann man nicht aufhören zu treten, also wir haben keinen Freilauf. Dieses Rad ist für ultra hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und so konstruiert, dass es besonders aerodynamisch und extrem steif ist, um diese hohen Kräfte und Geschwindigkeiten standzuhalten, die halt in so einem Velodrom produziert werden. Ja, darauf sind auch die Laufräder angepasst. Da werden so welche verwendet, wie man sie auch schon vom Zeitfahrrad kennt. Manchmal gibt es sogar vorne und hinten eine Scheibe, also das ist wirklich dann maximale Aerodynamik. Bahnräder wurden einfach entwickelt, um ja kürzere, intensivere Belastungen auf dieser seitenglatten Oberfläche von so einem Velodrom abzuspulen. Es geht also um maximale Steifigkeit, maximale Aerodynamik, maximalen Speed und maximale Performance. So ein Klapp- oder Faltrad, das ist wirklich ideal für alle Menschen, die schnell von A nach B kommen wollen und dabei zum Beispiel mit dem Zug, mit dem Bus, mit der Bahn zur Arbeit fahren und nur die letzten Meter mit dem Fahrrad zurücklegen wollen. Denn wie der Name schon sagt, so ein Klapp- oder Faltrad, das passt wirklich überall rein. Typischerweise hat ein Klapprad ja einen Rahmen, den man in der Mitte einfach einklappen kann. Dadurch wird das Fahrrad in zwei Hälften geteilt und dann kann man beim Klapprad zum Beispiel nochmal den Lenker oder andere Sektionen am Fahrrad weiter kleiner machen. Die meisten Klapp- oder Falträder sind mit kleineren 20 Zoll Laufrädern ausgestattet. Dazu haben sie nur einen flachen, geraden, schmalen Lenker und auch nur einen Einzelgang oder eine Namensschaltung. Also das Rad ist jetzt nicht für die größten Entfernungen entwickelt und dafür auch nicht einfach ausgelegt mit der Übersetzung etc. Es gibt aber so einen italienischen Presenter, der liebt einfach Klapp- und Falträder und versucht damit immer jeden Berg hochzufahren. MTBs sind die nächsten Fahrräder auf unserer Liste. Das steht kurz für Mountainbike. Ich finde den Begriff aus dem Französischen WTT, Vélo Tout Terrain, fast noch passender. Das Mountainbike werdet ihr bei GCN eher nicht finden, denn dafür haben wir ja noch einen Bruderkanal mit Malik und Max und die erklären euch alles rund ums Mountainbiken. Aber man kann Mountainbikes in viele Unterkategorien einteilen und das werden wir auch gerade mal machen. Es gibt Hardtail, Fullies, Downhill, All Mountain, Enduro, Trail und Cross Country.
Cross-Country. Aha, naja. Also zumindest der Tobi ist sehr, sehr fit auf dem Mountainbike. Das kann man in dem ein oder anderen Video auf unserem Kanal oder auch bei den Jungs von GMBN auf jeden Fall sehen. Des Weiteren ist es meine Aufgabe, jetzt nochmal so ein bisschen die Gemeinsamkeiten von Mountainbikes herauszuarbeiten. Also alle haben eigentlich breite Reifen mit einem aggressiven Profil, das sich eben dem ja, groben Untergrund im Wald oder auf Feld- und Wiesenwegen anpasst. Außer dem Trailbike, ich glaube, es ist eher so zum Hüpfen gedacht und konzipiert. Außerdem haben sie einen geraden Lenker. Viele von ihnen haben Federungen, damit die Unebenheiten im Boden einfach abgefedert werden. Und sie haben eine Geometrie, die einem ermöglicht, mit einem guten Körperschwerpunkt stabil auf dem Rad zu sitzen und damit die Trails schnell runter zu shredden, wie die Mountainbiker sagen würden. Ja, und das war's auch schon mit dem Mountainbike. Das nächste Rad auf unserer Liste ist das sogenannte BMX-Rad. Das steht für Bicycle Motocross und ist ausgestattet mit 20 bis 24 Zoll Laufrädern. Es ist also ein sehr, sehr kleines Fahrrad mit einem sehr, sehr hohen Lenker und nur einem Gang. Und damit kann man so richtig geil einen wegtricksen. Ja, der Rahmen ist so konzipiert, dass man extrem schnell damit antreten kann oder beschleunigen kann. Außerdem sind die Rahmen recht robust, weil Stürzen einfach bei den Tricks dazugehört. Dennoch, für große Entfernungen oder hohe Geschwindigkeiten ist das kleine BMX mit seinen 24 Zoll Rädchen auf gar keinen Fall was. Man sieht sie immer häufiger im Stadtbild und für viele werden sie als wichtige Lösung für den Verkehrswandel gesehen. Und die Rede ist von den sogenannten Cargo- oder Lastenfahrrädern. Und die sind einfach dafür konzipiert, wie der Name schon sagt, vom Transportieren von Gütern oder auch von Personen. Ja, Lastenräder haben zwei Räder, drei Räder oder manchmal sogar auch vier Räder. Manchmal werden sie mit Muskelkraft betrieben, aber in der Regel sind sie aufgrund des höheren Gewichtes mit Elektromotoren ausgestattet. Es gibt viele verschiedene Modelle von solchen Lasten- bzw. Cargo-Bikes. Man sieht sie im Alltag bereits als Post- oder Bäckerfahrrad oder eben auch als Vorderlader oder als Hinterlader. Wo ist da der Unterschied? Beim Vorderlader, da ist die Last eben vor dem Fahrenden oder der Fahrenden positioniert. Dadurch ist das Ganze so ein bisschen agiler, man hat die Fracht eben immer besser im Blick. Und dann gibt es noch die Modelle, wo die Ladung hinter dem Fahrer oder der Fahrenden postiert ist. Ja, da hat man die ganze Ladung nicht im Blick, aber funktionieren tut es auch. Ja, Einsatzgebiete können ziemlich unterschiedlich sein. Zum einen als Familienkutsche, um die Kinder vielleicht zum Kindergarten oder zur Schule zu bringen. Dann gibt es für Dienstleistungen, Handwerker ganz viele Verwendungs- oder Einsatzzwecke, zum Beispiel der Eisverkäufer oder Kaffeefahrräder sieht man häufig, die so ein Lastenrad umgebaut haben. Oder auch einfach für Handwerker, die damit zum Kunden fahren. Denn oft ist dieses Fahrrad in der Innenstadt ein schnelleres Fortbewegungsmittel. Ja, man muss allerdings in der Dachregion ein bisschen aufpassen. Wenn so ein Lasten- oder Cargorad ein gewisses Maß überschreitet, dann ist das Fahren auf dem Radweg untersagt. Als nächstes kommt das Liegefahrrad, ein Exot in Sachen Fahrrädern. Wie der Name schon sagt, liegt man im Liegefahrrad drin, pedaliert aber trotzdem mit seinen Beinen. Dabei liegt man meistens mit dem Rücken in so einer Art Hartschale und der Po ist eben auch noch in dieser Hartschale drin und dann trampelt man eben vorne an diesem Fahrrad in die Pedalen. Die meisten Liegefahrräder sind super aerodynamisch und man liegt mit ihnen quasi im Wind drinne und schneidet durch den Wind durch wie ein heißes Messer durch Butter. Liegefahrräder teilen sich tatsächlich viele Komponenten mit herkömmlichen Fahrrädern mit einem speziell gebauten Fahrradrahmen. Den gibt es in unterschiedlichen Kombinationen, einmal mit kurzem Radstand oder langem Radstand, kleinen Rädern oder großen Rädern. Zudem gibt es auch komplett voll verkleidete, extrem aerodynamische Liegefahrräder. Die sind aber ziemliche Exoten da draußen. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Funfact. Ein komplett verkleidetes Liegefahrrad hält aktuell den Geschwindigkeitsrekord für Fahrräder. Für das ungeschulte Auge kann so ein Touringrad so ähnlich aussehen wie ein Rennradrahmen. Dabei ist der Rahmen viel breiter und robuster gebaut, um unterschiedlichen Straßen standzuhalten, vor allem Straßen mit Schlaglöchern oder unwegsames Gelände, hält so ein Rahmen auch auf jeden Fall aus. Außerdem die Übersetzung, die ist ebenfalls für sämtliche Steigungen ausgelegt, damit man damit komfortabel jeden Berg hinaufkommt. Ja, außerdem haben Tourenfahrräder meistens sehr, sehr viele Befestigungspunkte, wie man das auch von den Gravelbikes kennt, für zum Beispiel Schutzbleche, Gepäckträger, Packtaschen, Flaschenhalter, Lichter und so weiter und so fort. Außerdem ist die Geometrie in Kombination mit den breiten Reifen auf Komfort ausgelegt, weshalb man mit ihnen weite Strecken entspannt absolvieren kann. Es geht allerdings ein bisschen zu Lasten der Geschwindigkeit.
Als Holland-Fahrrad bzw. Omafiets werden Tourenräder bezeichnet, die niederländischer Bauart sind und sich besonders durch die aufrechte Sitzposition des Fahrers auszeichnen. Sie stehen im Ruf, besonders qualitativ hochwertig und robust zu sein, und außerdem charakteristisch für ein Holland-Fahrrad auf jeden Fall der Kettenschutz und die Seitenverkleidung des Hinterrades. Die meisten Holland-Fahrräder haben dabei den Anspruch, sehr stabil zu sein, wartungsarm, also was für dich, und eben einen hohen Komfort auszuweisen. Außerdem haben sie Besonderheiten, die sie bis heute erhalten haben. Ja, der Rahmen des Damenfahrrades, der hat oft die Form eines sogenannten Hollandbogens. Der zeichnet sich aus durch ein gerades Unterrohr und ein einfaches, gebogenes, hochgezogenes Oberrohr. Ja, das Pendant dazu, das Herrenfahrrad, das hingegen verwendet die Diamantrahmenform. Eine weitere Besonderheit ist der Gepäckträger hinten. Der ist nicht wie bei typischen Fahrrädern mit so einem Metallbogen, sondern das Hollandfahrrad verwendet oft Gummibänder, die über den Gepäckträger gespannt werden und dabei mit der Hinterradnabe verbunden sind. Das ist dann zum Transportieren von Lasten. Häufig sieht man aber irgendwelche Schüler, die dabei den Kumpel oder die Freundin mittransportieren. Ich glaube, das ist allerdings laut Straßenverkehrszulassungsordnung nicht erlaubt. Elektrofahrräder bzw. E-Bikes sind ein ziemlich einfach zu verstehender Fahrradtyp. Man nehme ein x-beliebiges Fahrrad aus unserer Liste. Man fügt einen Motor plus Tretunterstützung hinzu. Tada, hat man schon ein Elektrofahrrad. Dabei sind die weltweit bzw. in der Dachregion etwas reguliert. Zum Beispiel hat man einen Motor mit bis zu 250 Watt Unterstützung. Und die Geschwindigkeit von den E-Bikes, die sind auf 25 km/h maximal reguliert. Ja, wenn man drüber ist, dann hat man nämlich auch schon ein S-Pedelec. Dann kann das Ding bis zu 50 oder sogar noch mehr km/h fahren. Ist allerdings schon mit einem Nummernschild auszustatten und man darf damit nicht mehr auf dem Fahrradweg unterwegs sein. Wer sich jetzt fragt, wie erkenne ich denn so einen E-Biker, wenn er mich jetzt zum Beispiel bergauf abhängt, da kann man sich immer so ein bisschen am Unterrohr orientieren. Die sind meistens ziemlich voluminös. Der Motor selber, der sitzt dann meistens so in der Tretlagerregion inklusive Batterie. Auch da gibt es dann eben voluminösere Rahmenformen. Wobei man sagen muss, dass die immer schmaler werden, die Batterien immer kleiner. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft gar nicht mehr so leicht sein wird, ein E-Bike von einem normalen Fahrrad zu unterscheiden. Gute Güte, das war eine ziemlich lange Liste. Ich bin gespannt, wer sich da jetzt auch in dieses Video reingeklickt hat, denn das werden wahrscheinlich nicht nur Rennradfahrer sein, sondern vielleicht auch Leute von außerhalb unserem Kanal. Deswegen geht in die Kommentarspalte und schreibt uns da gerne rein, welches Fahrrad ihr fahrt, oder? Ja, und welches euer Favorit ist, schreibt das super gerne in die Kommentare. Und wenn das Video geholfen hat oder gefallen hat, dann wie immer Daumen nach oben da lassen und ein Abonnement auf unserem Kanal. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.